Anfang, ne? Also wir haben hier auf mehrfachen Wunsch, ne? Auch wenn er jetzt meint, ja, okay, was redet ihr über Beat Battles? Ich wurde oft gefragt, auf jeden Fall ist auch ein nices Ding geworden, so. Hab's mir reingezogen, als es rauskam. Ich weiß nicht genau, wann es rauskam, vor einem Monat oder so vielleicht. Und seitdem halt nicht mehr. Deswegen ist ja fast wie neu gucken auf jeden Fall. Deswegen wollen wir mal anfangen auf jeden Fall. Ach, übrigens, ne? Ich habe gelesen, letztes Mal Kommentare, ne? Wo sind seine Arme? Wo sind seine Arme? Guck mal, hier sind meine Arme, Junge. Ich war jetzt fünfmal bei Superfit. Und hab einfach schon, schon einfach ein, ja, was ist das? Ein gesunder 13er Bizeps, 14er Bizeps. Also, los geht's. Oh, Hip-Hop! Hip-Hop in the house, yo! Geil! Oh, ey! Das Ding ist, beim Mefci geht man natürlich auch schon mit der maximalen Erwartungshaltung ran, ne? Weil der hat gegen Virus das On-Beat Battle Game revolutioniert, möchte ich sagen, auf eine neue Stufe gehoben, auf jeden Fall. Gegen wen war es nochmal danach? Nee, gegen Virus, genau. Und das also erstmal gegen. Lass mich nicht lügen, Alter. Der hat gegen Virus. Der hat so übertrieben gegen Virus. Ich glaube, das ist das zweite On-Beat Battle erst, ne, oder? Vertue ich mich da. Weiß nicht, auf jeden Fall, bei ihm geht man halt mit hohen Erwartungen ran. Auf jeden Fall, Davy Jones, Onbeat natürlich auch ein Monster, wenn er seinen Text zusammen hat. So, deswegen, Erwartungshaltung war bei mir auch auf jeden Fall hoch. Ist aber immer schlecht, wenn man weiß, eigentlich, dieses Virus-Ding kannst du nicht toppen. Aber man freut sich trotzdem drauf, natürlich. Oh! Ey! Ey, aus Flash, was geht ab? Das wollte ich immer schon mal sagen, Alter. Warte, ich hab da mal eine Frage. Zuerst die Glatze, dann den mit den krausigen Haaren und jetzt den mit der Staubsaugernase. Jota, Deus Tentakel, was geht? Ich mein David Jonas, von dem sie sagen, er ist jahrelang schon harter Kokser. Immer der Nase nach, wie ein Minenhund in Afghanistan. Immer auf Pep wie Frau Guardiola. Und ich schau kein Herr der Ringe, aber glaube, dieser Voldemort macht Auge auf den Zinken. Vor dir steht die personifizierte Okay, der Relle. Hundekopf. Stimmt ja, Alter. Das war eine Anspielung auf mein Unwissen, was die ganze Fantasy-Kacke betrifft. So, ja, kann man mal. Mussten mir natürlich gefallen lassen. So, ich werde es auch weiterhin natürlich nicht gucken, aber. Wie ein Minenhund in Afghanistan, immer auf Pep wie Frau Guardiola. Und ich schau kein Herr der Ringe, aber glaube, dieser Voldemort macht Auge auf den Zinken. Vor dir steht die personifizierte Relevanz. Klau dir deine Nase aus dem Nix und du hast Angst. Wie alles begann, damals auf Klassenfahrt in der 10. Einer seiner vermeintlich einfallsreichen Kollegen kam scheinbar auf die geistreiche Idee, so eine Brise Ahoi Brause durch das Näschen zu ziehen. Und so war es um ihn geschehen. Seitdem nennen ihn seine Homies der Devil oder Dyson V10. Du bist echt ein riesiger Trottel, hebt eure Hände, wenn der aussieht wie diese Kartoffel. Blam! Ja, yeah, hebt eure Hände in die Luft, wenn ich recht hab. Ey, an der Nase eines Mannes erkennt man sein Johannes. David hat einen Pep-Schwanz. Ey, sag mal, hast du an deinen Fingern noch Koks oder warum rappst du immer nur so? Und wenn sie sagen, ich mach Spaß, wer ist nicht wirklich am Koksen? Auf dieser Bühne wird nicht gelogen, Splash. Ja, nice. Auf wird nicht gelogen. Kann man natürlich auch schwer aufhören. Deswegen kommt das Splash noch dahinter. Auf jeden Fall, dass Leute auch wissen, dass Time ist. Clever auf jeden Fall. Nice Koks-Alliance auf Davy bezogen. Der musste auf jeden Fall auch gut schmunzeln. Natürlich ein geiles Ding mit diesem, dass er das Mikrofon immer so hält. Ist natürlich voll nice auf jeden Fall. Die Runde war natürlich voll mit Punchlines, voll mit tagesaktuellen Sachen. So, ne, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Diese auf Cynic mach Auge, die Referenz auf jeden Fall, was er noch, knau dir deine Nase und du hast Angst, ne, auf Shindy-Anspielung. Also schön aktuelle Themen, erzählt mehr eine Story, aber alles natürlich super sauber durchgerappt, weil er einfach weiß, so Punchlines, ne? Flow ist nice, aber wenn es sollten pro Runde immer so ein, zwei krasse Jubler dabei waren, die waren auf jeden Fall, als er meinte, hebt mal die Arme, wenn er meint, dass er aussieht wie diese Kartoffel. Ein geiles Surprise-Ding auf jeden Fall hat er einfach drauf, Alter. Dicker macht Lärm für die erste Runde von Magic! Hey, erste Antwort von Davy Jones. Give him, let's go, Alter. Junge, was ist denn das für ein Beat, Alter? Willst du mich verarschen, Alter? Ob du mich verarschen willst? Opfer. Ja.
Junge, bist du eigentlich normal? Wir haben ein Battle, du kommst damit zu den Instrumental. Ey, yo, sag dein Produzenten, Mann, das Shit läuft nicht auf Partys. Denn wir sind hier auf dem Splash, nicht bei Zirkus Roncalli. Musikalischer Mensch, kennt deine Tracks alle scheiße. Glaubst du, du winnst gegen den Schwarzen, nur weil du ey mit dem Ball bist? Halt dein Maul und mach mal dich auf Milf Hunter, weil ich bei deiner Bitch Mama öfter im Arsch war als die Stringtanker. Du hast ein kleines Teil, mit kleinem Schwanz läufst du die Wände hoch. Guck, er ist das Spider-Schwein. Deswegen hat niemand Bauch, keine Schmetterlinge. Welche Frau steht auf Leberfleck, dazu noch Entenstimme? Schlage auf dich ein, bis dein Schädel platzt. Du bist nicht cool wie Hegendas. Du klingst genau wie Daisy Duck, du gehst doch nicht, du watschest. Redest nicht und quarkest, wenn ich sage, steht auf ganz Matte, sicher nicht die Waffen. Quark, Quark, Magic macht doch Quark. Magic will kein Frischkäse, Magic will nur Quark. Ich stopp wieder das Maul, weil du mich hart abfuckst. Guck, Franzosen kriegen Lust, aus dir vor Grad zu machen. Quark, Quark, Magic macht nur Quark. Magic will kein Frischkäse, Magic will nur Quark. Du bist kein Jimmy Tupac, also spar dir die Punchlines. Du rettest das Leben einer Ente, Dark Life. Boah, das ist echt super schwer zu entscheiden, ne? Er hat auch, also ich fand vom Rap-Technischen her hat mich Davy Jones auf jeden Fall mehr geflasht, mehr, ja, hat für mich ein bisschen geiler, also nach meiner Gusto auf jeden Fall nicer geflowt, aggressiver gewesen, hatte auch die ein oder andere Punchlines dabei auf jeden Fall, hat, ich finde nicht, dass Magic so eine Entenstimme hat. Aber Battle Rap lebt ja von Überspitzung, so, dann kann man das auf jeden Fall auch so stehen lassen. Und ja, Magic hat halt den geilen Moment mit der Kartoffel gehabt, auf jeden Fall. Boah, unentschieden geben ist auch scheiße. Aber ich würde die sogar, weil es auch nicht Davies Beat war, sogar eher an Davy Jones geben, glaube ich, einen Ticken. Also Magics Runde war ja auch gar kein Fehler drin bei Davy Jones, manchmal undeutlich, aber man konnte trotzdem alles irgendwie noch verstehen. Aber ja, vom Gefühl her würde ich da echt sagen, erste Runde geht so ganz, ganz knapp an Davy Jones. Obwohl Magic auch wirklich eine geile Story erzählt hat, aber ja, der war einfach, der war geil. Der hat gesagt, nice Patterns drin gehabt auch. Dinker, macht er für Davy Jones, Alter! Ey, ihr merkt, was wir hier für ein Battle haben, oder? Macht doch mal richtig Lärm für dieses Battle, Alter! Hey! Ich glaube, auch deutschlandweit kann man schwer zwei Leute finden, die, glaube ich, auf Beat auf dem Level gleich stark sind. Deswegen, ich glaube echt, müsste ich jetzt mal überlegen, so, aber da haben wir echt schon die zwei Besten, so, die auch normal battlen können. Zweite Runde, Magic, gib ihm. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Hat der echt fast fehlerfrei gerappt ist hier, oder was? Also echt, so eine Runde ohne Choken ist mir neu. Und Respekt, Sie sprechen echt ein hervorragendes Deutsch, Herr Jonas. Na sowas, der Hammer. Normalerweise kriegt er den Kiefer nicht auseinander. Normalerweise schiebt er eine Kirmes und ist am Sabbern wegen Koks. Und das alles zusammen klingt dann ungefähr so. Motherfucker, du weißt ganz genau. Motherfucker, du weißt ganz genau. Nee, weiß ich nicht, Alter. Ich bin immer noch nicht Nostradamus. Und nur weil du jeden Drogentest bestehst, bist du nicht der Quizmaster. Ich find, dass du den Auftritt nicht verdient hast. Und fand dich besser, als du noch bei Maskulin warst. Und dass du hier so rumschreist, geht gar nicht. Es ist 3 Uhr mittags auf dem Splash, die Leute wollen schlafen. An dieser Stelle kurze kleiner Twist. Rassismus hat hier nichts verloren, ich hoffe, dass wir uns da einig sind. Ich für meinen Teil bin kein Rassist. Über deine Herkunft oder dein Erscheinungsbild mach ich keinen Witz. Dafür kannst du halt auch leider nichts. Ah fuck, ich kann doch nicht verschweigen, dass David Jonas aus Bayern ist. Vor allem, weil du so scheiße stolz auf die Heimat bist. Von wegen, ihr habt uns Kultur gegeben und erzählst, wie lecker Spezi Brezel unter so einem Weißbier ist. Scheiße, echt? Ja, dann auch danke für das Polizeigesetz. Und ich sagte, er ist mit Tupac nichts gemeinsam. Ja klar, der war ja auch kein wunderbarer Bayer. Halt's Maul! Ich hab gesagt, halt's Maul! Ich hab gesagt, halt's Maul! Alle, ich hab gesagt, halt's Maul! Und nochmal! Ja, die Runde war so ein bisschen schwächer als die erste. Nochmal auf Dingsbums, nochmal auf, ja, versucht halt wirklich jetzt arg auf jeden Fall Battle Rap technisch so den Beat ein bisschen beiseite zu lassen, den Beat nicht so mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob der Beat dem so ein bisschen zuwider war, aber man merkt halt, dass er eher so auf dem A Cappella Battle Rap Film unterwegs war. Das Ding ohne Beat hätte auf jeden Fall mehr geknallt. So, weil er sich sehr, sehr auf Punchlines und Storytelling versteift hat, im ersten Part auch, aber da war es noch so ein bisschen lustiger. Da hat jetzt so, ja, sollte auf jeden Fall ein nicer, lustiger Twist sein mit dem, ja, deine Nationalität, also ich muss schon darauf ansprechen und alle gehen natürlich davon aus, dass er davon redet, dass er schwarz ist.
Dann wird halt das Bayern-Ding aufgemacht, Polizeigesetz sind schon nice Lines, aber die ballern a cappella auf jeden Fall mehr als, als auf dem Beat so. Da hat er, da war die, hatte die Gewichtung so ein bisschen, also bei Virus war wirklich so, okay, auf dem Beat nice und Punchlines nice und jetzt war halt so Punchlines okay, aber den Beat so ein bisschen außer Acht gelassen. Aber natürlich immer noch hohes Niveau, so gar keine Frage und ultra schwierig, das auch so hinzubekommen und so sauber zu rappen auch. Runde vom MFG, Alter! Ey, man merkt, die Jungs können was. Ich war ja noch nie auf dem Splash, ne, aber ja, so sieht also eine Festival-Crowd aus. Also 15 Uhr, kein Sonnenstrahl am Himmel, alle mit einer Sonnenbrille, alle fettig wie sonst was anscheinend, ne. Alk- und Gras-Junkie-Haufen, geil. So genauso stellt man sich das auf dem Festival auf jeden Fall vor. Und dann pellen die sich da morgens aus ihrem vollgekotzten Schlafsack und stellen sich da hin und gucken Leuten beim Battlen zu. Auf jeden Fall nice. Was auf dem Beat, ey. Zweite Antwort, Davy Jones, gib ihm. Jetzt auch Davys Beat, ne? Braslevich, Braslevich. Die Mutanten-Decke ist so krass, wenn er in jedem zweiten Track sagt, dass er Hipster hast, okay. Halt deine Fresse, du hast genug Geheuchel. Vor ein paar Stunden sah ich dich mit Klubbarte und YouTube-Beutel. Mit Vorschnitt läuft er rum. So, da müssen wir jetzt mal hören, ob das vielleicht ein Flow-Fehler war. An der Stelle. Krass, wenn er in jedem zweiten Track sagt, dass er Hipster hast, okay. Halt deine Fresse, du hast genug geheuchelt, vor ein paar Stunden sag ich. Halt deine Fresse, du hast genug geheuchelt, passt das? Sag, dass er Hipster hast, okay. Halt deine Fresse, du hast genug geheuchelt, vor ein paar Stunden sag ich dich mit Klopfen. Also für mich klingt das ein bisschen unsauber so, aber es sind natürlich Kleinigkeiten, aber ja, man tastet sich so langsam rein, ne? Rein. Du und YouTube-Beutel, mit Vorschnitt läuft er rum. Augenbrauen zupft, wenn es zu Freunde würden sie sagen, du siehst aus wie eine Tote. Sogar die Eltern haben keinen Bock auf ihn. Magic, scheiß mal drauf, dieses Jahr bist du wie Kevin Weihnachten allein zu Haus. Ich find dein Name Magic ein Witz, es impliziert, dass du ne Kleckschnappe bist. Denk mal darüber nach, du hast nen englischen Namen. Du musst verstehen, es heißt Math und nicht Math, du bist zu dumm für das TH. Magic, Magic, glaub mir da nicht, check's nicht. Warum benennst du dich nach einem Hühnchen, das auf Math ist? Hühnchen und Math, bist du ein Django vom Bahnhof? Oder hast du einen Nebenjob bei Poyos Hermanus? Weil jetzt hätte dieser Magic Johnson, Magic Thompson. Bin seit Jahren am Bollen, so wie Magic Johnson werde Magic Boxen, denn im Ring wirst du bald zerrippt werden. Wirst von Rechten gekillt, Walter Lübcke. Kleiner Scheißstudent, du denkst, du wärst kultiviert. Ich kenn Millionäre, keiner von denen hat studiert. Ich stecke Gras mit meiner Crew. Du machst Magic, doch ich zauber dir den Hasen aus dem Hut, Pisser. Mal kurz. Ich kenn Millionäre, keiner von denen hat studiert. Ich stecke Gras mit meiner Crew. Du machst Magic, doch ich zauber dir den Hasen aus dem Hut, Pisser. Den Hasen aus dem Hut. Na ja, gut, ne? Sind wir mal nicht so genau. Aber für mich überlein auf jeden Fall von Davy Jones. Mathchick, das Ganze umbauen, so Math. Also viele sagen ja Math, wenn die das TH nicht aussprechen können. Mathchick, Crystal Mathchick, Huhn. Math Chick und dann das, dann dieses Ding mit Poyos Hermanos. Boah, Junge, ekelhaft geil finde ich die. In deinem Ring wirst du bald zerrippt werden, wirst von Rechten gekillt. Weil es hätte dieser Math Chick Chancen, Math Chick Thompson. Bin seit Jahren am einem Hühnchen, das auf Math. Math Chick, glaub mir da nicht, check's nicht. Warum benennst du dich nach einem Hühnchen, das auf Math ist? Hühnchen und Math, bist du ein Django vom Bahnhof? Oder hast du einen Nebenjob bei Poyos Hermanos? Weil es hätte dieser Math Chick Chancen, Math Chick. Bin seit Jahren am Bollen, so wie Magic Johnson, der. Hey, mach bitte die Mikes ein bisschen lauter. Richtig. Einmal hier auf Magic Seite. Hey, habt ihr Spaß oder was, Alter? Was für ein Battle bisschen? Wow, die beiden können das auf Beat. Hey, Magic, dritte Runde, let's go. Beide Mikes. Oh! Ja! Oh! Oh! Hey! Lackmann. Oh. Aha. Aber Hauptsache, du regst dich auf, Alter. Was hast du denn für ein Beat gepickt? Ich wusste auch nicht, dass das hier ein Feature ist. Aber David, warte, bitte erschieß mich nicht. Was macht ihr, wenn das Leben euch Zitronen gibt? Limonade? David Jonas dealt damit.
Denn der David war schon damals immer grundlos am Hasseln mit Schnuller und Rassel. Und ich war mir erst gar nicht mal so sicher. Doch weil er immer sagt, dass der Staat und Polizei ihn schon vor Jahren hart gefickt hat, nennen sie ihn auf den Streets nur noch Tourtalk, weil er ständig zwei Rohre gleichzeitig hinten drin hat. Ja, du bist ein krasser Ticker, aber leider auch ein bisschen Tourtalk. Vor Jahren hart gefickt hat, nennen sie ihn auf den Streets nur noch Tourtalk, weil er ständig zwei Rohre gleichzeitig hinten drin hat. Tourtalk, zwei Röhre, ist das ein Pokémon, was mit so einem Panzer und zwei so Säbeln oder was? Oh. Wissenslücke nicht. Ja, du bist ein krasser Ticker, aber leider auch ein bisschen dumm. Ich mein, schau dich mal um, die sind hier alle high oder hängen an der Bierpulle. Junge, das ist nicht deine Zielgruppe. Doch warte, wisst ihr, was der seit neuestem so macht? Ich glaub, dass jeder so ein Typ in seinem Freundeskreis hat. Labert auf Instagram vom Mindset, ist jetzt ein Businessmann und will's allen beweisen. Bilder vom Eifel. Okay, jetzt macht er das Thema auf hier, weil David Jones, ich weiß nicht, ob Jack Dragon das nicht auch gemacht hat. Und hat nicht Pille das ja auch mal gemacht, Alter? Pille, der alte Freestyler. Es gibt ja diese Leute, die nicht so, jetzt so Mentoring-mäßig, aber doch, die halt so Leuten so, es gibt ein ganz neues Geschäftsmodell und da werden so junge, engagierte Leute, die so ein bisschen verblendet sind, alle eingeladen auf so Meetings und dann so, hör mal zu, wir erklären euch hier, wie man Business macht und geht da raus und verkauft den Leuten irgendwas, keine Ahnung, Versicherung oder irgendeine Scheiße oder gibt denen halbgare Erfolgsrezepte mit so und nehmt dafür Geld, ist so ein bisschen Pyramidensystem so, eigentlich so ein, ja, wie nennt man das nochmal? Ist das ein Ponzi-Scheme? Nee. Müsste ich jetzt nochmal Wikipedia machen, aber das mache ich nicht. Genauso wie ich das bei Dingsbums auch nicht gemacht habe, bei Narzissmus, weil das ist meine Definition von Narzissmus und dann passt das auch so. Ich reagiere ja auf Fanfragen, soll ich jetzt Wikipedia aufmachen oder was? Das ist meine, ich weiß, was ein Narzisst ist und das ist meine Real-Life-Erfahrung darüber. Habe ich aber auch kommentiert, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall macht er jetzt das Thema auf, dass David Jones wirklich so Bilder gepostet hat im Anzug und so. Geschäftsmann und ich bin jetzt in Frankreich, ich bin jetzt hier und sitze in einem Auto. Das war auch, in die Richtung ging das, glaube ich. Er seit neuestem so macht, ich glaube, dass jeder so ein Typ in seinem Freundeskreis hat. Labert auf Instagram vom Mindset, ist jetzt ein Businessmann und will's allen beweisen. Bilder vom Eiffelturm mit verschränkten Armen. Schaut in die Ferne, ich glaube, dass er gerade nachdenkt. Nice. Geiler Wagen und ein dicker Batzen Bargeld verraten dem Betrachter, dass er ziemlich fett am Start ist. Und ihr könnt alle lieben gern dabei sein, denn er teilt seinen Weg mit euch zu finanziellen Freiheit. Aber Einstein, der Scheiß greift ein bisschen ins Leere. Ich lass mir auch von Rainer Kalm und nix von Fitness erzählen, Alter. David gibt auf alles einen Fick. Millionäre hassen diesen Trick. Tobodo Schäfer nicht über dich drüber. Lass den, wo der ist. Krass, dass ausgerechnet du so ein Naseweiß bist. Und was ist die Moral von der Geschichte? Kein Plan, Hauptsache Porsche Cayman fahren. Ist echt ein konsequenter Werdegang. Guck, zuerst ziehst du Koks und jetzt ziehst du Menschen ab. Du Schmutz. Boah, ganz klar die beste Runde in dem ganzen Battle, Junge. Was hat der da gemacht? Dieses Thema perfekt ausgeschlachtet. Richtig, ne, habt ihr alle so einen Typ in seinem Freundeskreis. Den Weg mit euch zu finanziellen Freiheit. Aber Einstein, der Scheiß greift ein bisschen ins Leere. Ich lass mir auch von Rainer Kalm und nix von Fitness erzählen, Alter. Ja, und da jubeln die Leute, ist auch eine nice Line, aber mach doch trotzdem, Alter, ich lass mir von Rainer Kalm und nix von Fitness erzählen. So, dann ist, Fitness erzählen, Alter. So, das ist da, Mann, so reimt sich das doch nicht. Und ich weiß nicht, ob das so geschrieben hat oder ob der einfach drauf scheißt, aber für mein Ohr ist das einfach so, die hätte genauso geknallt, wenn nicht sogar noch mehr, wenn er das Alter weglässt. So. Aber es ist sein Ding auf jeden Fall, aber ich lass mir davon Rainer Keim und nichts von Fitness erzählen. Wow. Von Fitness erzählen, Alter. Wow. Hm. Alle lieben gern dabei sein, denn er teilt seinen Weg mit euch zu finanziellen Freiheit. Aber Einstein, der Scheiß greift ein bisschen ins Leere. Ich lass mir auch von Rainer Keim und nichts von Fitness erzählen, Alter. David gibt auf alles einen Fick. Millionäre hassen diesen Trick. Tobodo Schäfer nicht über dich drüber. Lass den, wo der ist. Krass, dass ausgerechnet du so ein Naseweiß bist. Und was ist die Moral von der Geschichte? Kein Plan, Hauptsache Porsche Cayman fahren. Ist echt ein konsequenter Werdegang. Guck, zuerst ziehst du Koks und jetzt ziehst du Menschen ab. Du Schmutz. Dicker Mann, der hat den Mavchick. Killer Runde, Alter. Beste Runde mit Abstand auf jeden Fall im ganzen Battle. Alter, was wir hier für ein Battle sind. Davey, verrückt. Hat er noch eine? Dritte und letzte Runde von Davy Jones.
Wie fertig ist eigentlich, hat die eigentlich gestern auch getrunken und gefeiert? Die steht da einfach nur, die kann nichts mehr. Er verbringt im Fitnessstudio viel Zeit, wo er die Bank drückt, wie bei seinem Fußballverein. Egal wie sehr du mit den Hanteln versuchst, ich zieh zweimal am Joint und bin breiter als du. Für die Jure ist es zu spät. In Gotham wär ich top of the food chain wie Bruce Wayne. Du kleiner Motherfucker, Bam, du bist heute abgeknallt. Ich war noch nie auf Malle, doch ich kenn mich aus mit Ballermann. Respekte Bock, du Pico. David Jones, Special One, Bad Raps, Mourinho. Die werden deliver bis UPS, Down und bis Hupen und bis Hupen, wenn du grad nicht da. Kleiner Iris angeschnitten. Wie Bruce Wayne, du kleiner Motherfucker, Bam, du bist heute abgeknallt. Ich war noch nie auf Malle, doch ich kenn mich aus mit Ballermann. Respekte Bock, du Pico. David Jones, Special One, Bad Raps, Mourinho. Die werden deliver bis UPS, Down und bis Hupen und bis Hupen, wenn du grad pest, Nigga. Nee, sorry, aber das ist kein Deutsch. Mourinho, die werden deliver bis UPS, Down und bis Hupen und besuchen, wenn du schon Bad Raps Mourinho. Die werden deliver bis UPS, Down und bis Hupen und besuchen, wenn du. Nee. Das ist auch nicht die Sprache der Straße. Das ist. Du Rapest, Nigga, it's the Boogeyman. Deine Jungs, die rollen so wie Stephen Hawking. Meine Ballen wie Michael Jordan, grinden so wie Tony Hawk. Ich bestell einen Bottle und geschafft und ihr Schmack fehlt sogar die Patte für einen Gorbatschow. Was bestellt er? Ich bestell einen Bottle und geschafft und ihr Schmack wie Michael Jordan, grind so wie Tony Hawk. Ich bestell einen Bottle und geschafft und. Ich bestell einen Bottle und geschafft? Was bestellst du? Ich will das vielleicht auch mal trinken. Born wie Michael Jordan, grind so wie Tony Hawk. Ich bestell einen Bottle und geschafft und ihr Schmack fehlt sogar die Patte für einen Gorbatschow. Wort ist Leute killen und rasieren da. Ratten auf geschnitte Kehle, Nigga, du bist Sweeney Todd, Sweeney Todd. Mann, du scheiß Nutensohn, ja, was bringt dir dein scheiß Anwalt, wenn ich weiß, wo du wohnst? Hat das reiche Mami, reiche Daddy, eine Nanny und einen Caddy. Ich wusste auf in einer Welt, wo es leider nicht geschenke. Ich war betäubt wegen den Gefühlen. Ich musste wach sein, denn ich war lebensmüde. Also mach dich einfach Parameters, während alle Battle-Rapper wieder Schwarzlutschen waren. Du hast ein Geld gemacht, denn du wartest, bis die Eltern sterben, bis du das ganze Vermögen ernten kannst. Meine Mama gab nicht viel, gab alles aus und ich bedanke mich dafür. Kaufe ihr ein Haus, denn ich habe im Leben Scheiße gefressen. Doch heute weiß ich den Geschmack von klarem Wasser zu schätzen. Es geht fast. Hat sich dazu sehr in Rage gerappt, auf jeden Fall, das zeigt auch die Situation am Ende, also dieses Jubeln, obwohl die Runde echt, die war halbwegs verkackt auf jeden Fall, keine krassen Lines dabei, ein paar Verhaspler, ein paar Undeutlichkeiten, auch so flowtechnisch ein paar Haken drin, wo man eigentlich, glaube ich, weiß, beim Lernen hat er das ein bisschen anders gemeint. Immer noch gut gerappt und die Stimme ist geil, die Energie ist geil, aber die Runde geht im Haus hoch an Netflix, hier, die Dingsbums, die Olle ist auch wieder aufgewacht hier, nice. Deswegen, also beste Runde im Battle auf jeden Fall von Mavchick. Ich würde die erste Runde knapp an David Jones geben. Die zweite Runde vielleicht unentschieden auch oder auch knapp an David Jones. Ist auf jeden Fall ein fieses Battle, was man schwer judgen kann. So, wenn man nach unten geht, müsste man das knapp an Davy geben. Aber so vom Feeling her, von der Souveränität her, war Mavchick auf jeden Fall nicer. Hat auch insgesamt die niceren Lines gehabt. Von der Anzahl her, aber David Jones natürlich Monster-Energie. Ich will das einfach mal offen lassen, ich muss es ja nicht machen. Aber ich würde mich interessieren, ob das gejudged wurde. Hey, Jones, Blash, Gott, weil er ist es Paar, aber. Ja. Ja, freuen Sie sich. Seid ihr auch der Meinung, dass wir gerade zwei der besten MCs aus unserer Liga gesehen haben, die das auf Beats machen überhaupt? Ja. Das auf jeden Fall. Geiles Ding, war auch, glaube ich, das beste Ding. Das AT-Ding war auch noch nice. Aber auf jeden Fall nicht nur so zwei der besten MCs bei Diltily auf Beat, sondern auch a cappella, muss man sagen. Wenn beide top-notch sind, dann auch so. Ich würde sagen, wir machen weiter und gehen wieder in meine Sphären, in den a cappella-Bereich. Ein ganz, ganz harter Cut, den wir hier machen. Nicht nur atmosphärisch hier, eben war noch schön Sommersplash. Heller Himmel, die Leute waren da in kurzen Klamotten und alle waren gut drauf und schön Ombi-Battle, High Class und beide haben gut performt. Jetzt haben wir hier das haargenaue Gegenteil, aber BX, also Bex, mit einer soliden Leistung bei Diltily gegen eine absolute
Underground-Legende, möchte ich sagen. Patrick Enemy wird in Battle-Rap-Kreisen und auch in Musikerkreisen das Battle auf jeden Fall gefeiert. Hat todeswenig Views, aber ich will euch das einfach nicht vorenthalten, weil das ist original Shit. Wie der Elefantenschlitz deiner kranken Chunky-Bitch. Nur damit das Amtet ist, wirst du an die Wand gewichst. Denn ich bin wie Niederschlag. Du bist wie ein Flachdach, Patrick, wenn ich dich abstrakte Kackpratze nass mache. Ich hab zwei Battles ganz klar gewonnen, obwohl ich nur eine mittelmäßige Leistung gebracht hab. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat. Ich analysiere A Cappellas hierzulande und ordne das Ergebnis in Tabellendiagramme. Battle Raps Entwicklungskurve wird noch ziemlich steil gehen, noch ist das wie gerade Zahlen. Hier kann scheinbar jeder teilnehmen. Also nimm dich 3x2 Minuten lang in 8 und 0, bist nicht die 1, das muss... Patrick Enemy komplett unbeeindruckt von Wetter und Gegner. Du hinnehmen, du bist die, du bist die 23, denn du bist 0815. Hey, ich komme mit Formeln aus dem jamaikanischen Nebel. Mach deine Wackness zu einer mathematischen Regel. Ich schick dir Kamikaze-Kannibalen mit Säbel und dann hast du mehr Schlitze als asiatische Mädels. Bars, Bitch, und paar abstruse Sätze, das ist wie deine Finger. Damit hast du gerechnet. Und von mir aus nenn mich halbes Hemd. Doch du musst zu mir aufsehen. Mich besiegen ist wie 20 Cent. Davon kannst du nicht ausgehen. Ach, lass mich für die erste Runde kommen! Patrick Enemy, gib ihn! Unbeeindruckt. Scheiß auf 20 Cent. Patrick Enemy! Guck du lieber nicht so, als wärst du ready drauf zu gehen, denn wenn ich in den Club komm, dann nur mit dir rauszugehen. Guck du bitte nicht so, als wärst du ready drauf zu gehen, denn wenn ich in den Club komm, dann nur mit dir rauszugehen. In nomine Patris, du bist das Resultat eines Arschficks. Ich Sohn von Wotan, aka Odin, B-O-N-A, Bitch. Gegen den Strom wie die Amish. Ich töte Schwaben und Neoliberale. Du pädophiler Arschficker, bist harmlos wie die Panikattacke eines Veganers auf einen Predator. So. Das ist eine der Lines, da hat mich, glaube ich, mein Kollege Marvin Game, war das, glaube ich, oder Morty, ich weiß nicht, drauf geschmeckt. Das ist eine absolute Legendenline, weil man sucht bis heute noch den Sinn. Aber überlegt euch mal, dass man sich sowas ausdenkt, niederschreibt und einfach bringt. Diese Synapsen, diese Gedankengänge muss man, du musst ein Genie sein. Ja. Bist harmlos wie die Panikattacke eines Veganers auf einen Predator. Du bist harmlos wie die Panikattacke eines Veganers. Panikattacken eines Veganers. Panikattacken hatte ich selber schon, sind nicht harmlos, aber vegane Panikattacken sind, glaube ich, crazy harmlos. Und noch harmloser werden sie dann wirklich, wenn das Ganze auf einem Predator stattfindet. Ich glaube, so war die Line gemeint. Wir hören sie uns aber auf jeden Fall nochmal an. Du pädophiler Arschficker, bist harmlos wie die Panikattacke eines Veganers auf einen Predator. Was willst du machen? Sag mir das mal. Neue Antwort? Was willst du machen, Mann? Nicht joken? Ist nicht joken, Maul. Ist ein Joke, Alter. auf einem Predator. Sekündchen. Ich gucke mal eine zweite Runde rein. It's coming still hungry. Ich hab mehr Pillen genommen als die gesamte Nature One. Ich schwebe davon, Major Tom. Jedes Plattenlabel des Planeten lutscht Schwanz. Jedes Plattenlabel des Planeten lutscht Schwanz. Ja, B
BONA 2 Meter großer Joe Pesci. Ich smack die Scheiße aus Rappern und dem sogenannten King als wie aus meinem eigenen Sohn Joe Jackson. Geh weg vom Mikrofon, ich bin dope, du bist wack, wack. Eigenlob stimmt, ich bin meiner Meinung nach ein begeisternder Mensch, zeig Respekt. Mutter, Vater, als wäre ich deine Mutter und dein Vater in fast einer Person. Wow, fotzenlecker Step an die Front, doch du wirst direkt wieder vom Netz genommen. Ich komm mit Betonfresse und Pump Action aus dem Hexagon, Step ins Battle. Ich glaube, der Chief, der da im Hintergrund steht, den man in der Mitte sieht, der versucht gerade ernsthaft zu verstehen, was Patrick Enemy da meint. Oder es ist mehr so, was? Oder es ist so, vorhin der Predator, jetzt Mutter, Vater, irgendwas ist da noch. Der Chief sucht, glaube ich, noch nach der ultimativen Wahrheit. Und fress Action Bronson, step ins nächste McDonald's, bestell 6 Big Mac mit Pommes, Chef V-Rack 1, Method Man wirkt neben mir wie Scatman John, ich komm per Jetpack in die Bronx. Smack BOC, fragt Jay, sie hat fett was auf die Fresse bekommen. What? Hater number one. Ich bin K-Towns most wanted. Hater number one, ich rap mit Razorblade under the tongue. Macho Man, die Razor Ramon. Wenn ich komm, komm ich straight out the cop mit Raiders Cap 808 und einer Pumpgun. So, das waren jetzt auch ein bisschen viele Anglizismen auf jeden Fall. Das wollte ich euch nur einmal zeigen. Patrick Enemy, absoluter Kult hier in der Berliner Battle-Rap-Szene und in der Musikszene. Wurde ich selber darauf gestoßen vor, boah, war das vor 1-2 Jahren oder so. Und jetzt, wo ich ist mir das nochmal eingefallen, als ich mir dachte, okay, was kannst du für die Auge-Folge, für die neue nochmal nehmen? Da ist mir Patrick Enemy nochmal eingefallen von damals. Und ja, old school as fuck. Ami lasst ich auf jeden Fall und ja. Ich mache den Übergang jetzt ungefähr genauso harmlos wie eine Panikattacke eines Veganers auf einem Predator. Also bis gleich. Ja, manchmal zum Spaß. Er wäre schwul. Und ich habe hier ein paar Mal das Wort Spaß gehört. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Come on, Leute. Denkt doch mal nach. Habt ihr überhaupt diesen einen behinderten Freund? Überhaupt diesen einen behinderten Freund? Ich werde nicht rumschreien wie beim letzten Mal. Das war für alles eine echte Qual. Sie sagten, Josef Steinschneider, rap einmal. Ich rap jetzt mal. Ich habe gesagt, Ich hab gesagt, ganz ruhig. Mit mir geht's eh bergab, Leute, ist vorbei. Nein, okay, also. Vielleicht hört ihr diesmal wenigstens den Rest. So. Wir haben diesen einen behinderten Freund. Warte, okay. Freund. Ey, aber. Ey. Im Interview habt ihr gesagt, alles, was ihr sagt, wäre reflektiert und es ging euch nur darum, ein politisch provokantes Statement zu machen. Plus, wenn es alle, die euch auf Facebook verfolgen, wissen, ihr seid nicht rechts und wenn es jemandem mal nicht gefällt, dann ist es halt Geschmackssache. Okay, also du erziehst deine Gefolgschaft zu Fahne schwingenden Moralisten, um jedes Mal, wenn jemand was Falsches sagt, zuletzt Heidemann, die rechtschaffene Flagge zu hissen, aber wenn ihr mal was Problematisches sagt, darf man euch dafür nicht dissen, denn immerhin tragt ihr rosa T-Shirts und macht manchmal homosexuelle Witze. Falk, bist du geistig behindert? Nee, ist klar, Alter. Er will gleichzeitig der scheinende Ritter sein, der Diskriminierung bekämpft, aber auch zur selben Zeit das edgy Arschloch, das moralische Grenzen zersprengt. Aber das geht nicht beides, das schließt sich gegenseitig aus. Du bist nicht edgy, keiner stößt sich an deinen Texten. Du bist nicht moralisch, denn du konzentrierst dich, du hältst dich nicht an deine eigenen moralischen Grenzen. Aber es ist relativ schwer, das zu checken, wenn man sich mit so vielen Mitläufern umgeben hat, dass man nicht mehr auf... So, und spätestens jetzt wird auch klar, wie verkopft der Junge auf jeden Fall ist.
will da auf Teufel komm raus irgendwelche moralischen Fehlbarkeiten seines Gegners aufzeigen, scheitert aber an der Formulierung, natürlich auch an der Textsicherheit. Aber selbst wenn er den Text flawless performt hätte, wäre es unsagbar schwierig gewesen, das zu verstehen. Weil das wirklich sehr, sehr verkopft und sehr verworren ist. Den Boden spucken kann, ohne dass sie deinen Speichel auflecken. Und ich meine Speichel lecken nicht als Metapher fürs Küssen. Ich meine Speichel lecken als Metapher für diese hörigen, junge Union-mäßigen Blicke. Ist schon klar, Alter. Auf dem Schulhof ist man als Clique immer der harte Gangster. Aber ihr dürft nicht vergessen, Alter. Ein echter Amokläufer ist immer Einzelgänger. Und versteht diese gerade nicht ganz vollständige Runde bitte nicht falsch. Ich bin gegen Zensur jeglicher Art. Ey, Freiheit der Sprache bedeutet, alles, was du denkst, kannst du auch sagen. Ich persönlich finde nichts von dem, was ihr sagt, problematisch. Hier drinne kannst du Minderheiten, Mehrheiten, Privatpersonen, wen du willst, voll wichsen und vergraben. Und jedes Tabu, das man nicht überschreiten darf, ist ein Stich ins Herz von diesem Format. Verzeiht mir den Pathos, aber ich sehe da keine Kompromisse, Alter. Fick mein Arsch. Als Mighty Mo sagte, israelisches Judenpack, da war ich persönlich gekränkt. Aber ich bin trotzdem froh, dass er es gesagt hat. Denn es war für ihn in dem Moment authentisch. Und es ist sein Recht. Und es zeigt ihn mir eher als Mensch. Und deswegen sage ich, egal wer man ist, weiß ich nicht, Davy, Pilz, Heidemann, über den ihr mehr gehört hättet, Falk, eure Jungs, freie Sprache für jeden. Und du hast Album-Promo-Phase, ne? Habe ich nicht vergessen, Bruder. Werden wir in der nächsten Runde hoffentlich vollständig gleich drüber reden. Dranbleiben hat sich gelohnt, denn jetzt geht's dann auch los. Naja. Zweite Antwort, Falk. Und du sagst, du hast alle deine Harry Potter-Konter schon in der 6. verbrannt? Cool. Ich frag mich, warum fand bei deiner Optik in den Jahren keine Veränderung statt? Junge, du und Harry Potter, ihr beide habt den Hautton von einer Packung Toast. Und ich hoffe, deine Eltern sind genauso tot. Ja, ein Battle ohne Potter-Witze. Na, wer's glaubt, wird selig. Doch nicht bei so einem Typen, der nicht mal Vielsafttrank benötigt, um wie er auszusehen. Junge, als die Pubertät losging, dachten alle in seiner Klasse nur an Koks oder Mösen und du hast dir vorgestellt, du wärst im Orden des Phönix. Heute reibst du dir über einem Foto von dieser Genie Weasley deinen Schniedel Wutz und dein iPhone hat kein Siri, sondern Sirius. Ja. Junge, du bist so sehr Harry, da gibt es gar nichts groß zu diskutieren. Du bist so sehr Harry, dein Patronus ist ein Hirsch. Und glaub man nicht, dass ich mir für deine Mama zu fein bin, nur weil die müffelt. Denn wär die alte Hogwarts, wär ich der Hüter der Ländereien und Schlüssel. Ey, ich drück dich mit dem Gesicht auf den Boden, ziehst durch die ekligste Pfütze und sag danach überheblich wie Pisse, du hast Dreck auf der Brille. Genau da sieht nicht schön aus. Josef, ich weiß, du willst heute ficken, aber scheiße. Wirf deinen Namen nicht in den Feuerkelch, wenn du dafür nicht bereit bist. Und manche meinen, ich hätte keine Engels und wäre generic, aber fuck, du siehst aus wie Daniel Radcliffe und der ist echt hässlich. Ey, wenn man an Alraunen denkt, stellt sich jeder deine klagende Stimme vor. Und immer wenn du chokst, gibt's 5 Punkte Abzug für Gryffindor. Und so oft, wie du es versaust, verdammt Junge, wow, Hauspokal, ciao. Also, Sirius, Patronus, Hauspokal, Gryffindor, ein komplettes Herr der Ringe. Nein, ein Harry Potter Scheme. Ist es aber auch nicht, weil keine Doppeldeutigkeiten. Das ist kein Scheme. Das ist ein ganz normaler Patenengel. Aber er hat es zum Glück vorher gesagt, sonst wäre ich. Und sag mal, Jürgen, kommst du nicht aus der Theaterbranche und so? Gibt's da nicht so was wie ein Skript, wo drin steht, was man sagen muss, Bro? So ein Leitfaden, den man schon Wochen oder Tage vorher bekommt und den man lernen kann, damit man beim Auftritt nicht dasteht wie ein dummer Idiot? Ja, eigentlich schon. Warum machst du dann so? Gehört das zu deiner Darbietung so auf die Art, es ist kein Josef Part und ein Joke? Ist das Avantgarde, Arti, eine Arbeit für ein Seminar oder bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren? Und da hatte ich Gänsehaut. Wirklich, ich saß vorm Laptop, dachte mir so, oh, das ist halt so perfekt, ne, alles. Man kennt ja nicht vorher die Texte des anderen, aber da steht der Steinschleuder da und ist unsicherst, verkackt seinen Text
Und ist aber Theaterschauspieler. Er hat sowieso schon einen geilen Engel, weil er davor auch schon mal unsicher war nach dem Motto, wie kannst du denn im Battles choken, Digga, beim Theater muss dein Text auch lernen. Und ich will nicht wissen, wie Falk sich während Josefs zweiter Runde schon innerlich gedacht hat, ja, Mann, na heiß, ich hab genau was darauf passt. Ey, da macht er das Fass auf mit, ja, und choke und ich schrei diesmal nicht rum und ich kann nicht und ach, kacke und ich geht nicht. Und er weiß ganz genau, Digga, die zweite Hälfte von meinem Part thematisiert genau das, passt wie die Faust aufs Auge und tut deswegen so weh, weil das Sachen sind, das ist so, das ist böser Real Talk, der vom Gegner untermalt wird, aufgrund seiner Unsicherheit, der läuft dem sowas von ins offene Messer rein und der, ich hab das so gefeiert. Ist das nicht eigentlich der Beweis, dass du im Kreis nichts verloren hast? Das ist so, Digga, du hast hier nichts verloren. Das ist so, der nimmt sich, der ist so, das ist so, wie nennt man das, Alter? Das ist so, das ist schwer, Alter. Der ist, also jetzt so heavy schwer. Nicht difficult schwer, sondern heavy schwer. Der ist, der gibt sich Mühe, der schreibt Texte, der denkt sich, okay, ich verändere ein bisschen was, ich bringe einen neuen Flavor in die Szene. Aber verkackt immer seine Texte und da kommt dir jemand und sagt, Dicker, wenn du deinen Text nicht lernen kannst, ist es entweder das oder das oder das oder ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du in diesem Kreis nichts verloren hast. So, und damit ist der durch. Durch. Da hast du das Battle, da kannst du gar nichts mehr machen. Du hast da nichts verloren. Geh weg da. So, du bist zu fragil, deine Choke-Quote ist zu exorbitant hoch, dann bist du nicht dafür gemacht. Dann bist du einfach nicht dafür gemacht. Und das ist ein ganz, ganz hartes Urteil, was der hier überragend aufbaut. Und Josef Steinschleuder spielt hier mit seiner zweiten Runde so, so nice in die Karten. Und das ist so ein Ding aus, ist kein Fremdscham, aber es tut einem irgendwie leid. Und einfach nur so geil, dass das so geil gepasst hat und der das so geil formuliert. Und der ist echt hässlich. Ey, wenn man an Alraunen denkt, stellt sich jeder deine klagende Stimme vor. Und immer wenn du chokst, gibt's 5 Punkte Abzug für Gryffindor. Und so oft wie du's versaust, verdammt Junge, wow, Hauspokal, ciao. Und sag mal, Jürgen, so, kommst du nicht aus der Theaterbranche und so? Ja. Gibt's da nicht sowas wie ein Skript, wo drin steht, was man sagen muss, Bro? Ja. So ein Leitfaden, den man schon Wochen oder Tage vorher bekommt und den man lernen kann, damit man beim Auftritt nicht dasteht wie ein dummer Idiot? Wie beim Battle. Ja, eigentlich schon. Warum machst du dann so? Gehört das zu deiner Darbietung so auf die Art, es ist kein Josef Part und ein Joke? Ist das Avantgarde, Arti, eine Arbeit für ein Seminar oder bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren? Oh. Junge, ach die, oh, nice gereimt aus. Das will ich noch ein paar Mal hören. Eine Darbietung so auf die Art, es ist kein Josef Part und ein Joke? Ist das Avantgarde, Arti, eine Arbeit für ein Seminar oder bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren? Junge. Achte mal auf Kotzens Reaktion auf. Du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren. Du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren. Er steht auch da so nach dem Motto, okay. Boah, Junge, ganz schwer. Und das ist natürlich ein geiles Bild. So, er hier, Kotzen denkt sich so, scheiße, man tut weh, aber er hat getroffen. Er macht gerade die Augen zu. Okay, habe ich jetzt den Sekunde erwischt, aber das ist halt, er thront halt über ihm, das fasst das alles geil zusammen. Hier, sein Gesicht spricht auch, also das sind diese Lines, das ist wirklich so, das, was andere Leute in der Crowd machen, wenn einer sagt, keine Ahnung, irgendeine random Line raushaut, wo die das Gesicht so durchgehend so machen, obwohl gar nichts passiert, aber das ist ganz klar eine Line, da muss man so machen. So, geil, nochmal. Bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren. Auch eine geile, geile Stimme dabei, geile Aggressivität drin, geiler Klang. Das ist im Ami-Battle-Rap übrigens auch, ja, der Onkel erzählt wieder vom Ami-Battle-Rap, auch so ein Ding, was als Stärke angeht, nennt sich Vocal Projection, einfach so Leute wie Shotgun Shook zum Beispiel, die einfach, klar, oder New Jersey Twerk, die haben eine gute Stimme, für eine gute Stimme kann man nichts, das ist so Glück, ne, wenn du eine geile Stimme hast, hast du eine geile Stimme. Chris Kotzen mit einer anderen Stimme wäre auch nicht Chris Kotzen so, aber ich meine nur, dass du die Stimme, dass du dir dessen bewusst bist und die dann auch genau als Waffe einsetzt, das ist halt so Vocal Projection, wo die dann sagen, okay, der hat schon eine nice Stimme, und aber der reizt die komplett aus und schreibt die Lines auch und wohl wissentlich, dass der nur mit dieser Stimme auch die übelst geil machen kann. Will ich ihm jetzt nicht andichten so, aber
dieses Aufregen, dieses Schreien und sowas Bedeutungsschwangeres raushauen, das ist halt ein richtig geiler Brei. Arbeit für ein Seminar oder bloß der Beweis, du hast im Kreis hier in Wahrheit gar nichts verloren. Junge Mann, Junge Mann gab dir eine Chance. Ein Step-Up-Match gegen Mars und der lag schon am Boden. Es hätte gelangt, ihm von oben herab einen Ast in den Magen zu bohren und dabei gelangweilt zu fragen, ob der denn am Schlafen oder schon tot ist. Und du machst wie fast immer gar nichts, du Vogel. Ist aber schon klar, dass eine Catchphrase was anderes ist, Josef? Oder sind deine Jokes nur ein Scheme, wie damals in Bochum mit SpongeBob? Du wiederholst es immer wieder in der Hoffnung, die Pointe, sie kommt noch. Junge, du studierst das szenische Schreiben, was ja eigentlich dope ist, aber... So, und diese Stille, die da herrscht, ist so, weil der dem einen Vortrag hält. So, Gab Bell ist das schon mal passiert. Aber diese Stille herrscht jetzt, weil die Punchline hat schon getroffen und jetzt hält der Ahnung hat, den der keine Ahnung hat oder der es nicht hinbekommt, einfach einen Vortrag, wie der Vater dem Sohn. Das ist einfach, das ist böse. Ist aber schon klar, dass eine Catchphrase was anderes ist, Josef? Oder sind deine Jokes nur ein Scheme, wie damals in Bochum mit SpongeBob? Du wiederholst es immer wieder in der Hoffnung, die Pointe, sie kommt noch. Junge, du studierst das szenische Schreiben, was ja eigentlich dope ist. Aber leider geht's dir nicht ums Schreiben, sondern darum, das, was du schreibst, zu performen. Du hast dir den Falschen in die Mitte vom Kreis geholt, Dombre, denn du spannst ihn vielleicht, aber ich überspanne deinen Waldelfenbogen, weil Leute wie du sind für mich im Kreis keine Bedrohung. Und die Frage nach einem Match halte ich für weit überzogen. Was hast du in deinen Battles denn schon an Leistung geboten? Du bist nur hier, weil deine Optik scheiße ist und sie, wenn du eine Line kickst, ihren Bleichgesichtshomies auf die Schulter klopfen nach dem Motto Sky is the limit, du musst es einfach versuchen. Aber nein, Josef! Lass es sein, Josef! Wird Zeit, Josef! Ja! Schwöre Gänsehaut. Killer. Absolute Demontage. Nice, Alter. Ich hab schon alles dazu gesagt. Bah, Junge. Wir gehen weiter. Die gute Alice gegen den guten Karma. Das ist bei der Battle Rap Bundesliga auf jeden Fall in der Oma Doris. Shoutouts auf jeden Fall an die Battle Rap Bundesliga, an Merlin und Konsorten. Nices Ding auf jeden Fall. Quatsch, sorry. Ist ein Dill-Till-Event. War dann wahrscheinlich nur ein Zufall, dass sie in derselben Location sind. Knick, knack. Genau, auf jeden Fall Karma gegen Alice. Beim NR Weekend steht er ja oben in Dortmund. Mann gegen Frau. Alice hat gegen MC Goyner eine der entertainendsten Runden gemacht, auf jeden Fall. Die erste Runde gegen MC Goyner war Bombe. Da denkt man sich jetzt, okay, im Normalfall steigert man sich ja. Die scheint aber auch eine komische Person ein bisschen zu sein, so eigentlich voll zurückhaltend. Dann geht sie aber trotzdem auf die Bühne, kann eigentlich Lines schreiben. Jetzt hat sie sich leider hier dafür entschieden, ein Battle ohne Mikrofon zu machen. Und das ist, wenn man seine Stimmgewalt nicht einschätzen kann, kann das auf jeden Fall ein Fehler sein. Alles! Karma schreibt keine Texte. Er macht Pan-Games. Ich wette, du isst auch keine Pfannkuchen, sondern Pancakes. Wenn man vor lauter Hip-Hop-Vokabeln den Text nicht versteht, wenn man letztlich erwägt, ob man jetzt endlich geht, doch Karma delivered, als rappte er fancy Scheiß, ist das der Moment, wo er immer noch Banksy schreit. Dein Rap hört sich an wie une baguette, oui, non, pardon, weil man nichts versteht vor lauter Hip-Hop-Jargon. Du denkst, du hast echt so rare Texte, doch die klingen irgendwie nach Rap-Vokabelhefte. Ja, du bist so underground, ey, Banksy, komm. Das kommt raus bei Deutsch-LK und Reimlexikon. Deine Lines sind zu komplex. Dumm, dass du damit angibst. Wenn man die ersten 20 Battles nicht versteht, die man sich ansieht, wirkt Battle Rap für neue Fans nicht gerade anziehend. Ständig dieser Selbstbezug macht halt einfach null Sinn und du bist das Paradebeispiel für Rapper, die dran schuld sind. Aber Karma ist so einer, der so heftig kredibil ist, bettelt einen Freund on stage und nennt das Ganze Realness. Da kann man sich zeigen, was man sich bedeutet. Und ist danach auch ganz safe wieder richtig gut befreundet. Und es gibt da eine Sache, ich ersticke an der Last. Also nahm ich dich zum Vorbild und hab auch sowas verfasst. Corinna G., du warst meine
beste Freundin in der 7C. Hätte nie gedacht, dass ich dich nach dem Umzug nie wieder sehe. Genauso wie den 20er in Bar, also komm auf die Stage. Und wir klären das, ey. Natürlich ein massives Performance-Problem auf jeden Fall. Der kann das leider nicht mit, die ist, glaube ich, in echt einfach zu lieb, zu schüchtern, als dass die so relativ nice geschriebene Lines einfach so mit Power performen kann. So. Da wünschte man sich so ihre Skills, ne, was die so schreibt oder an Lines oder Ideen, die die hat, weil das ist eine lustige Idee auf jeden Fall, mit der Präsenz oder mit der Lautstärke von einer Madame Chaote oder mit der Aura von so einer Mafia-Abler wünscht man sich. Aber das ist natürlich dann, ja, sind verpufft dann natürlich so ein bisschen. Und wir klären das endlich mal. Und jedes Mal soll dein Gegner Dritte rauslassen, wenn möglich. Ja, kenne ich von deinen Leuten irgendwen persönlich? Wenn ja, hätte ich das ja eingesehen, doch wenn ich fiktive Mutterlines bringe, ist das ja wohl mein Problem. Deine Mutter ist einsam und ich komme mit der Gang, yo, und dann wird diese Note gefriendzoned. Wenn der Boss kommt. Deine Tante, dein Bruder und sonst ein Verwandter ist in keiner Weise von mir ein Bekannter. Mann, auch bei Mutterlines habe ich bessere Texte und zweitens habe ich Specials. Okay, das war jetzt ein Ballon voll mit Glitzer und ja. Da muss jetzt der gute Karma erstmal klarkommen auf jeden Fall. Und die gute Alice schenkt uns hier noch ein Brian Damage Gedächtnis Lächeln auf jeden Fall. Karma glitzert. Geile Location. Zweite Runde! Karma! Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Battle einmal Bitch sag, aber es gibt ja wohl einen Grund, wenn mein Bier glitzert. Ja. Hey, freut mich, dich wiederzusehen. Ich wollte mich noch entschuldigen für letztens. Du bist gar nicht so hässlich. Ich habe einfach sehr lange gebraucht, um in dem Abstrakten etwas den Avantgardismus zu erkennen. Ja, und ich weiß, das beim ersten Date hat so arrogant gewirkt, als liebe ich nur mich selbst. Doch das stimmt nicht so jetzt echt. Und um das zu beweisen, dachte ich mir, ich krieg dich heute ins Bett, um dir zu zeigen, dass es mir um echte Gefühle geht beim Sex. Deshalb halte ich dabei auch immer tiefen Augenkontakt. Mit dem Spiegel überm Bett. Jetzt mal ernst. Wer zum Teufel ist MC Goyner? Und fändest du es vor unserem zweiten Date nicht angebracht, mir zu erzählen, dass du jetzt einen festen Freund hast? Ja, ja. Was ein sexistischer Engel, dass ich dich hier date. Doch das war doch genau der Inhalt von Alice in ihrem Battle. Eine komplette sarkastische Runde, sie wäre so verliebt in den Fetten. Was lustig ist, weil du findest ihn hässlich. Ich flipp deine Texte. Dreh das Game um, indem du gesagt hast, du trägst Goyner in deinem Herzen. Game. Und schon sieht es so traurig aus, wenn es dem Mädchen aus der Hand gleitet. Ich bin immer noch Banksy. Ja, und schon ist ihr Luftballon weg, Alter. Das ist immer dieses Banksy-Ding halt, ne? Als ob jetzt jeder die Sachen von dem kennt, man. Wie, warum ziehst du das durch, ey? Lass doch mal eine Catchphrase sein. Wenn die kacke ist, dann schmeiß die doch mal weg, ey. Meine Fresse, ey. Um das nochmal zu verdeutlichen, guckt euch mal, das ist seine
Also es ist keine Catchphrase, weil man kann die ja nicht kommen sehen, aber das, was der halt immer, immer wiederholt, ja, ist schon eine Catchphrase, aber die kann halt keiner mitschreien, weil keiner weiß, wann die kommt. Aber solange er es feiert... Hast du Dixcoiner in deinem Herzen? Und schon sieht es so traurig aus, wenn es dem Mädchen aus der Hand gleitet. Ich bin immer noch Banksy! Ja, Mann. Das ist die Reaktion vom Chief und, ja Mann, von einem, der, keine Ahnung, anscheinend weiß, wovon er redet. Meine Güte. Riecht aus, wenn es dem Mädchen aus der Hand gleitet. Ich bin immer noch Banksy. Ja, und schon ist ihr Luftballon weg, Alter. Alice, ich hoffe so sehr, du hast heute bessere Konzeptrunden als gegen den Dicken dabei. Weil wenn du gegen mich sagst, du findest mich heiß, stimmt das vielleicht. Ja, wir haben's verstanden. Was mit dem Fettsack zu haben, wäre für dich eine absurde Sache. Doch das ist mein voller Ernst. Würde ich Goyner und dich Händchen halten beobachten, würde ich mir nur denken, ja, die passen gut zusammen. Mann, ich finde dich so abnormal, abstoßend, widerlich, hässlich. Mit sowas wie dir würde ich niemals schlafen. Mit solchen Menschen kann man doch nur Mitleid haben, dass sie gleichzeitig eine Brille tragen und einen Spiegel haben. Mann, ich wette, nach dir hat deine Mutter nur noch Geburten verhindert. Die ist wahrscheinlich verantwortlich für so viel tote Kinder. Die Rezeptionistin in der Abtreibungsklinik begrüßt die Metallofrau Adens einmal so wie immer. Eine absolute Killer-Punchline. Tote Kinder, die Rezeptionistin in der Abtreibungsklinik begrüßt die Metallofrau Adens einmal so wie immer. Killer. Killer Punchline. Und da ist wieder dieses, ich schwöre, man kann, Thema Narzissmus auf jeden Fall, es gibt selbstverliebte Menschen, ne? Es gibt Leute, die sich, es gibt selbstbewusste Menschen, es gibt Leute, die haben so, die performen Punchlines arrogant, aber verhalten sich ganz normal. Und auch wenn eine Punchline zieht, dann zieht die halt, hat man ja so geplant. Und dann gibt es halt wirklich, also das haben mir auch schon viele vorgeworfen, dass der wirklich selbstverliebt ist, ne? Dass er sich für voll nice hält und so. Wie als Battle-Rapper, so auch als, als Typ, so als Mann. Ne? Und es gibt halt Leute, die performen halt Lines arrogant, hör mal zu, ich bin so krass, ich habe die und die weggebumst. So, das ist aber ein anderes Level, als wenn du wirklich so... Ja, es gibt so zwei, eine andere Ebene, auf einer anderen Ebene so. Es gibt Leute, die machen arrogante Lines, du sagst aber, okay, der ist ein arroganter Battle-Rapper, sein Style ist so ein bisschen arrogant. Zum Beispiel Gospel zum Beispiel battelt auch super lässig von oben herab, immer von oben herab, voll arrogant, Dicker, geh weg, so. Aber der ist halt im wahren Leben nicht arrogant, ne? Und der ist dann auch, merkt man so in so Zwischensequenzen. Und jetzt zeige ich euch mal wirklich, ein ganz, ganz, ganz böse, selbstgefälliges Lächeln. Nach dem Motto, die Punchline hat gezogen, ich bin der Geilste. So. Das passiert super wenigen Menschen so. Aber wenn du halt wirklich dich selber für so ultra geil hältst, ne, dann rutscht dir sowas schon mal raus. Mann! So, wir haben nicht alle dieselben Augen und es gibt Leute, die sagen, hö, das ist doch ein ganz normales Lächeln, aber ich glaube, es gibt auch ein paar unter euch, die denselben Blick haben und das ist einfach, die Punchline hat gezogen, so. So, das ist nicht die Rolle, das ist nicht die Battle Rap Rolle, das ist der. Ne, das ist der, der einfach denkt so, ich habe hier gerade alles zerfetzt, Alter, komm, lass mich weitermachen, so. Das ist ein anderes, das ist halt einfach ein anderes Level, guckt es euch nochmal an. Mann, ich hoffe so sehr, du hast für mich bessere Konzepte vorbereitet. Denn komm mir hier mit so einer Ergotherapeuten-Scheiße und du wirst dein restliches Leben in der Nervenklinik den Buchstaben RRRR an die Zellenwände schreien. Mann, ich fick Sigmund Freuds Mutter. Fang an, mich zu analysieren, während ich auf dem Therapeuten-Sofa lächelnd schweige und damit beginne, komplexe Origamis aus dem Rorschach-Test zu falten. Ich bringe dein Konfrontationsverfahren zum Scheitern. Werf mich ins kalte Wasser und du siehst Mikes Therapiedelfine nur noch leblos an der Oberfläche treiben. Eine ganze Runde Goyner anbieten, ihn psychologisch zu begleiten. Bitch, denk mal bitte nicht, dass du Erich Fromm bist. Du bist Ergotherapeutin. Das heißt, du bringst ihm in der Behindertenwerkstatt bei, wie man den schönsten Stock schnitzt. Aber ich will das ja nicht schlecht reden. Ergotherapie ist ein ehrenhafter Beruf.
aber Behinderten eine Beschäftigung geben, ist, was ich bei Diltily mittlerweile 16 Battles lang tue. Dann hättest du nicht so viele Niederlagen auf dem Konto. Ja, das ist auf jeden Fall ein Selbstdiss so. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist eigentlich ein unfaires Matchup so. Und ich finde es ein bisschen, also ich weiß nicht, ey. Ich hatte auch schon mal überlegt, so eventuell Goiner zu battlen, das wäre auch so ähnlich. Ist dann nicht zustande gekommen oder macht eigentlich auch keinen Sinn, haben die Leute auch gesagt, so Dicker, was soll das? Und dann, so, das ist halt einfache Arbeit so und es wird safe lustig. Aber das Battle ist schon arg unfair auf jeden Fall, weil Karma ja nicht mal, der ist ja selbst für einen Mann nicht schlecht. So, der ist so, wenn man nach Ligen geht, ist der so, sag mal, es gibt 5 Ligen, da ist der so Drittliga, ne, und spielt da auch oben mit. Und der battelt hier gegen eine unsichere Alice, die einmal eine gute Runde gekickt hat, so. Es ist sehr, sehr unfair auf jeden Fall. Und ja, und er zieht aber auch durch, ne, eiskalt. Aber das Ding mit den 16 Battles machen und du hast, da waren Behinderte dabei, die du gebattelt hast, so, dann hättest du ja nicht so relativ oft verloren. Ist nicht so clever, das zu sagen. Und genau deshalb hoffe ich so sehr, du tauchst heute mit besseren Konzepten in deinen Schemes auf. Denn wenn ihr Jesus Schemes, im Schlaf Mann. Und sieht dann auch noch wie Nidal Nip aus, würde ich mir erstmal überlegen, ob ich nicht vielleicht selbst eine Therapie kann. Denn wenn ihr Jesus im Schlaf erscheint und sieht dann auch noch wie Nidal Nip aus, würde ich mir erstmal überlegen, ob ich nicht vielleicht selbst eine Therapie kann. Freut sich das Zahnfleisch. Hier ist also Jesus im Traum erschienen, um dir zu sagen, dass Goiner ja schon sehr fett ist. Aber hast du ihn die Runde davor nicht schon therapieren wollen, weil er ja schon sehr fett ist? Oder war nicht das Lustige daran, dass du in ihn verliebt bist, dass er ja schon sehr fett ist? Alice, auch wenn du alle Punkte der kreativen Schreiben-Magie abarbeitest, der Inhalt bleibt oberflächlich. Mann, das ganze Battle ging dann so. Du bist eine Frau? Ja, und du bist fett. Aber du bist wirklich eine Frau. Ja, und du bist außerdem fett. Mann, den kompletten Inhalt eures Battles hätte ich auch lautlos gecheckt. Macht keinen Sinn. Obwohl das dann eher wie so ein Biggest Loser Vorher-Nachher-Foto aussieht. Aber der Unterschied bleibt. Goiner hat darüber, dass du eine Frau bist, gerappt. Gerappt. Und du kamst dann mit so einer Poetry Slam Delivery, in der thematisch gefühlt an Goiner alles vorbeiging. Dass mir eine Julia Engelmann lieber die mit ihren Vorträgen wenigstens die komplette deutsche Sprache beleidigt. Aber wie du das vorgetragen hast, hat mich schon total berührt. Im Herz, Mann. Ernsthaft. Das hat mich so inspiriert. Ich griff sofort zum Textblatt und fing wieder mit meinem eigenen Slam an. Es folgt eine profeministische, poetische Aufarbeitung des gängigen sexistischen Jargons, vorgetragen von Bahama Karma. Darf ich Poetry jetzt? Eines Tages, Alice, werd ich dich Schlampe, Fotze oder Luder nennen. Aber gibt es nicht Schlampentiere, Nuttenmenschen und Fotzenpflanzen? Wurde das Döschen, die Scheide, die Vulva geschaffen, um uns vorzupflanzen, oder? Doch um zu sagen, dass wir den fettigen Liebeskolben in die geile Fickfresse buttern, bis der eitrige Fleischsaft herausfließt, gemeinsam mit unserem letzten Funken Hoffnung? Hoffnung. Hoffnung. Nun, hoff, nu, Nutte. Danke. Nutte. Eines Tages, Alice. Dankeschön. Crazy lange Runde auch auf jeden Fall. Mit diesem schönen Poetry Slam möchten wir das Ganze auch beenden. Schlusswort folgt oder auch nicht.